Willkommen, liebe Grüße an den Twitch-Chat und an die Leute auf YouTube. Ein neuer Stream auf Twitch mit unseren Indonesiern und unserem Abenteuer. Das heißt, für die Leute auf YouTube Beginn einer neuen Mini-Aufzeichnungsstaffel. Matsuman Kuni, der Moderator, nicht mit dabei. Der hat ja mittlerweile sein eigenes Let's Play mit den Khmeren und ist nur selten nur noch hier. Wir machen mal weiter, Leute. Letztes Mal hatten wir gegen Ende des Streams bzw. im letzten Video darüber gefachsimpelt, wie wir wohl am klügsten umgehen mit der Erforschung der Forschungslabore gleich. Ich habe ein bisschen nachgedacht, ob sich das schon lohnt oder nicht, um die einzusetzen. Letztes Mal war ich mir unsicher, weil einerseits, um die richtig einzusetzen, siehe Tooltip und auch da oben, braucht man eigentlich Strom, weil die dann statt 3 Wissenschaft 8 geben. Übrigens, ist die Musik zu laut? Letztes Mal hatte ich den Eindruck, die Musik war ein bisschen zu laut. Soll ich die Musik, die Hintergrundmusik, ein bisschen leiser machen? Bitte auf Twitch mal kurz sagen. Also die eine Variante wäre zu sagen, ja, wir schalten die frei, aber wir bauen die noch nicht, weil was soll man mit 3 Wissenschaft? Wir warten ab, bis wir Strom haben. Für Strom... Für Strom brauchen wir... Kohle in dieser Phase des Spiels und dann Kohlekraftwerke. Kohle nicht freigeschaltet, Kohlekraftwerke noch nicht baubar, dauert noch. Wir hoffen, dass wir überhaupt Kohle im Terrain haben werden, in unserem Wenn dann in Kürze freigeschaltet. Andererseits, und das finde ich mittlerweile überzeugender, wir haben in 15 Runden, mit ein bisschen Glück in 14, haben wir 2 weitere Gesandte und 4 haben wir im Augenblick. Wir haben eine ganze Reihe von Stadtstaaten, in denen wir eine ganze Reihe von Forschungsstadtstaaten, in denen auch schon viele Gesandte sind. 4 haben wir derzeit. Wenn wir die so geschickt platzieren in den Stadtstaaten, dass wir die 3. Gesandtenstufe freischalten, dann werden demnächst auch alle diese Forschungslabore auch schon mal 3 Wissenschaft mehr geben. Das sollten wir auch nutzen. Wir checken aber überall, ob wir eventuell auch auf anderem Wege Gesandte bekommen können. Hier müssten wir nur nach Taruga einen Handelsweg hinschicken. Und das sollte von PSP aus zum Beispiel möglich sein. Dann hätten wir einen weiteren. Wie sieht's aus mit den Handelswegen? Ja, das machen wir. Dann nehmen wir einen von Riffcliff weg und schicken den schon mal rüber nach PSP. Und dann hier nach Taruga hin. Hier lang. Dann haben wir da einen Gesandten in Kürze. Dann können wir die anderen 3, dann haben wir weiterhin noch 4 Gesandte gleich. Und müssen den einen nicht verschwenden in Taruga, um da den 6. zu schalten. Fes. In Fes gibt es im Augenblick kein offenes Heureka. Fes könnten wir 2 schon mal hinschicken. Dann hätten wir das hier. Dann haben wir den 3. Stadtstaat, das ist Anshan. Anshan ist hier unten, okay. Was gibt's hier für eine Quest? Er baut ein Schutzgebiet. Das haben wir leider nicht vor. Wenn wir da ein Schutzgebiet bauen würden, könnten wir mit den 4 Gesandten hier sofort beide Stufen freischalten. Das wäre sehr verlockend. Danke an Schnabeltier Eumel. Grüße ans Eumelein. Danke fürs zweite Abo. Hi, danke dir. An Schnabeltier und an Eumel. An euch beide. Das sind auch 2 Abos. Oder ja 2 sein. Grüße an euch. Und nochmal danke an Lukard von eben. Die Frage ist, ob wir extra deshalb dafür ein Schutzgebiet bauen. Wir haben relativ wenig Platz. Wir könnten allerdings irgendwas kaputt machen, wo es schnell geht. Es muss ja nicht lange halten. Das muss ja nur einmal gebaut werden. Zum Beispiel in Riffcliff haben wir 18 Leute. Wir könnten auch noch einen Siedler kaufen. Das ist die Anziehungskraftlinse. Und könnten auf einer der kleinen Inseln hier vorne noch schnell eine Stadt... Nee, das Schutzgebiet braucht zu lange. Das ist Quatsch. Finden wir irgendwo einen coolen Platz für ein Schutzgebiet? Wir hatten lange diskutiert, ob wir das hier vorne machen. Wir hatten überlegt, ob wir hier ohnehin eins hinsetzen. Wir könnten hier einen Siedler kaufen, in Sandkasten. Könnten ihn rüber... Aber der braucht auch zu lange. Und hier können wir erst in vielen Runden einen Bezirk schätzen und den nächsten bauen. Die sind zu klein. Die brauchen zu lange für den Bau eines Schutzgebietes. Wir brauchen eine Stadt, die schon viel Produktion hat.
wo das schnell entstehen kann. Riffcliff wäre prädestiniert, was wir immer machen könnten, in Riffcliff zum Beispiel hingehen, ein Schutzgebiet platzieren, in 5 Runden fertig. Und es erzeugt allerdings dann kaum Erträge. Wir würden quasi die Erträge, die er wären, dann auf Dauer verschenken. Ja, also in 5 Runden bauen, aber wir können es neben, zum Beispiel hier neben den Vulkan hinsetzen. Wir würden es nie ausbauen, wir würden es nie nutzen. Es wäre nur für den Gesandten. Wir würden dann quasi, weil die Erträge wegfallen, würden für den Rest des Spiels nicht mehr die Nahrung, die Produktion und den Forschungspunkt herbekommen. Das wäre aber in einer Stadt bei Riffcliff, die schon so viele Bürger hat, da wäre das eigentlich egal. Das wäre nicht schlimm. Wir haben einen Nahrungsüberschuss von plus 24. Die beiden Produktionspunkte und den Wissenschaftspunkt verlieren, das tut nicht weh. Hier einfach schnell ein Schutzgebiet draufgesetzt, basta, aus. Den Hain brauchen wir gar nicht, Stormrainer, wir brauchen nur das Schutzgebiet. Es geht ja nur darum, hier den Gesandten freizuschalten für Anshan. Durch die Quest, nur darum geht's. Nur deshalb würden wir das machen. Was wären Alternativen, wo wir es schnell hinbauen könnten? Denk mal mit. Das ist die Anziehungskraftlinse. Also hier macht es eigentlich nichts kaputt. Von der Anziehungskraft haben wir eigentlich nirgendwo einen Platz, der richtig cool wäre. Buldrian neben dem Vulkan. Ja, wir bauen da nie Gebäude drauf, die würden sofort zerstört werden. Die Küstengebiete, warum die so ertragreich sind, fragt Mixed Water. Zum Teil, weil wir als Indonesier den Kampung haben, eine spezielle Modernisierung. Teilweise, weil wir ein Pantheon haben, was plus 1 gibt an Produktion auf Fischerboote. Und dann sind wir außerdem noch Suzerän von Auckland. Das gibt noch extra Produktionspunkte für flaches Gewässer. Buldrian. In Buldrian könnten wir den erst in 8 Runden bauen. Vorher geht das in einer Runde bauen, dann ist der vierte Bürger. Und würde 18 Runden dauern. Ich will lieber schnell die Forschungspunkte haben. Also ich lese jetzt gerade keinen besseren Kommentar irgendwo von euch. Keinen besseren Vorschlag als den ich gemacht habe, dann machen wir das hier unten. Dann gehen wir hier in nach Riffcliff und setzen das Schutzgebiet hier hin. Hier drauf. Ist mir lieber, als die Produktion kaputt zu machen. Mit Liang kann man kaufen, aber nicht mit den Beförderungen, die wir haben bei Liang. Im Augenblick geht das nicht. Und wir wollen das doch im Augenblick schnell machen. Jetzt ist es platziert. Ist in 5 Runden da. Anscheinend haben es noch nicht alle Zuschauer im Chat mitbekommen. Ich erkläre es zum dritten, aber jetzt auch zum letzten Mal, warum wir das Ganze machen. Der Sinn ist, für die Forschungslabore, die wir gleich erzeugen können, möglichst viele zusätzliche Forschungserträge zu bekommen, weil der Schlüssel zum Sieg ist, bei der Forschung schneller voranzukommen. Und eine Möglichkeit, die effektiv zu nutzen, besteht darin, dass wir in diesen 3 blauen Stadtstaaten in diese dritte Stufe hier reinkommen. Wir haben 4 Gesandte zur Verfügung. Und wir haben, hier bräuchte man einen Gesandten, hier bräuchte man 2, da oben bräuchte man 3. Das heißt in Summe 6, um die effektiv nutzen zu können. Und 4 setzen wir jetzt ein und die beiden anderen Gesandten holen wir uns über Quests. Eine der beiden Quests ist für Anshan ein Schutzgebiet zu bauen. Ja? Das heißt, wir schicken und eine Quest erfüllen wir hier in Taruga gleich in einer Runde. 2 Gesandte nach Fes. 2 hierhin. Die machen wir nachher. Das hat noch Zeit. Erstmal hier die beiden nach Fes schon mal. Hier können wir neue Forschung einstellen. Hier bekommen wir einen neuen Gesandte in 10 Runden. Und durch den Kolonismus. Aufklärung wäre in 4 Runden. Nationalismus hier unten für das Bilden von Kurs und ein weiter Gouverneurstitel. Da gehen wir mal hin. Wann haben wir die Astronomie erforscht für den Kolonialismus? Hier vorne. Gibt auch einen Boost. Da machen wir erstmal gleich nach der Chemie die Astronomie. Da haben wir den Boost hier für den Kolonialismus, haben den schnell fertig und 2 weitere Gesandte. Wir brauchen viele Gesandte. Im Chat wird darüber spekuliert, warum will WB so viele Gesandte? Aus 2 Gründen. Den einen habe ich erläutert gerade. Wegen der Forschung, weil das die absolute Top-Priorität für uns ist. Die Forschung. Sonst schaffen wir die Quest nicht. Weil wir müssen schnell aufholen, sonst kommen wir da nirgendwo rein.
Und der zweite Grund ist der, dass wir Auckland verteidigen müssen. Dafür brauchen wir auch viele Gesandte, denn Auckland ist der Schlüssel für unsere hohen Produktionserträge in dieser küstenreichen Stadt. Hier müssen wir souverän bleiben, um viel Produktion zu bekommen. Zwei Produktionen für jedes flache Gewässer bekommen wir hier. Hier ziehen wir rauf zum Scouten. Ich vermute mal, ja, jetzt ziehen wir mit einem Handwerker an Land zum Scouten. Ich vermute mal, viele von euch fremdeln deshalb so mit der Sache, die ich gerade gemacht habe, weil wir normalerweise als Civ-Spieler darauf trainiert sind, alles, was wir machen, zu einem langfristigen Nutzen hinzumachen. Etwas, das uns durch den Rest der Partie noch trägt und nutzt. Und diese Aktion hier, die nutzt uns tatsächlich nur für einen kurzfristigen Gesandten und schadet uns für den Rest der Partie, weil wir auf hoher Erträge verzichten auf dem Feld, verhältnismäßige. Aber bitte macht euch klar, zum einen, wir sind auf der Schwelle zum Late Game und wir haben ein klares Ziel vor Augen, das Ziel, das uns Eisdrache gesetzt hat. Für dieses Ziel ist es irrelevant, ob diese Stadt Riffcliff mit 18 Einwohnern diese 5 Nahrungspunkte hier bekommt und hat, ja oder nein. Das ist völlig irrelevant. Die Stadt hat einen gigantischen Nahrungsüberschuss. Es ist vollkommen egal, ob wir 24 oder 29 Nahrungsplus haben, bei 18 Bürgern hier und bei kaum noch Möglichkeiten, die Städte stehen so dicht nebeneinander, um die überhaupt vernünftig einzusetzen. Und wegen 2 Produktionspunkten und eines Forschungspunkts brauchen wir das auch nicht. Klar, Cowboys, vielen Dank fürs 11. Abo. So, mit dem gehen wir jetzt scouten. Wir suchen Schneegebirge, Leute. Wo sind die Schneegebirge? Mit dem fahren wir mal. Wir bleiben hier erstmal stehen. Der geht gleich auch noch an Land. Und mit dem Missionar hier vorne wollten wir nach Sandkasten wollten wir missionieren. Ich glaube, eher kriegen wir Piers Pier missioniert noch. Wir könnten da vielleicht dann nachher noch eine heilige Stätte bauen. Weil hier ist der Druck nicht so groß. Ja, protestantisch sind wir jetzt. Es ist tendenziell gut, weil unsere heiligen Städten dann Kultur produzieren können. Mal gucken, ob das auf Dauer klappt. Ich glaube eigentlich nicht. Die Protestanten haben ihre spirituelle Heimat weit im Osten der Karte. Auf Dauer wird das wahrscheinlich nicht klappen. So. Eine Aktion hier noch. Oder Sachen reparieren. Wir brauchen demnächst noch einen weiteren Handwerker. Wir wollen, dass die Stadt schnell wächst. Dann ziehen wir hier ins Wasser und schließen hier nächste Runde den Fisch, in 4 Runden den Fisch an. Einmal krabben. Ein Kampung wird uns hier vorgeschlagen. Geld will ich mir auch nicht sparen. Ach so, wir können noch Handel betreiben, Leute. Wir können noch folgende Dinge machen. Wir haben eine riesige Überschüsse an Perlen mittlerweile. Ach, übrigens noch was. Das ist beim letzten Mal eventuell ein bisschen untergegangen. Wir hatten ja zuletzt extrem viele Luxusgüter importiert von anderen Reichen und waren da total abhängig von. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Perspektive. Ach, wir müssen hier die Karten auch noch austauschen. Wir nehmen die Handwerkerkarte raus und gehen rein mit der republikanischen Vermächtniskarte für mehr Annehmlichkeiten und Wohnraum. Die Barbaren brauchen wir auch nicht mehr. Dann nehmen wir die Rekrutierung rein und sparen Geld. Bedienstete brauchen wir nicht. Wir haben keine Garnisonseinheit in nennenswerter Anzahl. Ich würde das so machen.
Bei den Annehmlichkeiten hatten wir gigantische Importmengen für Luxusgüter. Das macht uns super abhängig von anderen Reichen. Im Real Life wisst ihr ja gerade, Anfang Juni 2022 sind wir, was das bedeutet, wenn man beim Import abhängig ist von Sachen, die man aus dem Ausland braucht. Das ist in kriegerischen Weltsituationen doof. Wer in dieser Zeit gerade lebt, weiß sofort, woran ich denke und was ich meine. Wir sind jetzt Gott sei Dank von Importen, von Luxusgütern, in dem Fall Importen aus dem Ausland, nicht mehr ganz so abhängig, weil wir mittlerweile 4 Luxusgüter, die wir im Augenblick noch importieren, sobald die Verträge ausgelaufen sind, nicht mehr importieren müssen. Denn mittlerweile haben wir die selber im eigenen Reich. Und zwar deshalb, weil wir die Wüsteninsel hier angeschlossen hatten und das Terrain hier oben. Das ist auf anderen Kontinenten, die haben ein anderes Set von Luxusgütern, davon profitieren wir. Allerdings haben wir jetzt überschüssig viele Perlen und überschüssig viel Silber, könnten versuchen, das noch zu verkaufen. Wir könnten 2x Perlen verkaufen und gucken mal, ob an wen das ginge. Und könnten 1x Silber noch verkaufen. Versuchen mal Silber an die Nachbarn an Dido zu verkaufen. Das ist mir zu wenig. Da kriegen wir sicher irgendwo einen besseren Preis. Mit den Osmanen machen wir demnächst Krieg. Es dauert noch ein bisschen. Was geben uns die Amis? Die Portugiesen? Die importieren das anscheinend von woanders her. Australien wäre okay, also, aber der Preis ist gering. Vielleicht mit Willi. Ja, Wilhelmina bekommt die. Und dann können wir ihr vielleicht sogar außerdem noch das Silber andrehen. Das will sie allerdings nicht. Prima. Baron, danke dir fürs 26. Abo schon. Ganz treue Seele, danke dir. Uran bekommen wir über einen Stadtstaat-Arrow. Müsste ich nochmal nachgucken. Dann hatten wir gesagt 2x Perlen. Das heißt, wir verkaufen die einmal noch so ein 4er-Paket hier rüber zu John Curtin. Oder wir warten einfach ab, bis wir irgendwann einen besseren Preis bekommen. Weil das ist wirklich lächerlich. Wir warten ab und verkaufen ihn andermal. 4 ist mir zu wenig. Und dann könnten wir Silber noch andrehen an. Auch nur 4. Dem würde ich sehr ungern was verkaufen, muss ich sagen. Wie gut, dass er uns keinen guten Preis gibt. 10. Das ist ein cooler Preis. Die Perlen wollte er nicht haben. Klasse. Fast 20 Gold, jede Runde mehr. So, und dann haben wir jetzt gedreht. Achso, jetzt geht es darum, wofür wir unser Geld für ausgeben. Ich würde es im Augenblick behalten wegen den Forschungslaboren. Wir hatten zuletzt in riesigen Mengen immer alle möglichen Gebiete dazugekauft zu unseren Städten. Jetzt sammeln wir mal. Jetzt könnten wir eventuell noch einmal Silber. Ich würde den, glaube ich, erstmal behalten. Hier gibt es wahrscheinlich immer wieder Reparaturen aufgrund des Vulkans. 2 Aktionen. Brauchen wir hier Wohnraum? Doch, wir brauchen einen kurzen Wohnraum. Wir holen uns hier einen Wohnraumpunkt dazu. Durch eine Modernisierung ein Kampung. Ruhrgebiet wurde fertiggestellt von Harald Hardrade von den Norwegern. Die hat es geknallt. Wir haben Quellen für Archäologie entdeckt. Mehrere archäologische Quellen hier. Das schauen wir uns nachher an. Handelswegkapazität erhöht. Das heißt, wir können einen weiteren Händler uns holen.
Die sollten wir irgendwo auch im Bau einstellen. Hier entsteht das Schutzgebiet. Händler dauert hier zwei Runden. Hier könnten wir ihn mal einschieben. Prima. Und Zeitalterpunkte. Alles okay. Und eine Runde weiter, Leute. Karten hatten wir ausgetauscht. Ja. Handwerkerkarte fliegt raus, weil wir keine neuen Städte im Augenblick gründen und auch kein Siedler unterwegs ist bei uns in der Bauschlange. Also Uran bekommen wir, glaube ich, durch den Stadtstaat. Oh, wir können mal nochmal versuchen, ob wir strategische Ressourcen verkauft bekommen. Danke an die linke Hand. Danke fürs 9. Abo. Guten Abend. Die linke Hand grüßt auch euch, ihr lieben Leute. Naturkatastrophe. Ein Meteor. Da dürfen wir nicht reingehen. Andere, wenn ein anderes Reich dort eine Einheit draufzieht, bekommt dieses Reich eine schwere Kavallerieeinheit geschenkt. Wir kennen diesen Trick, dürfen ihn nicht nutzen. Ein Zeitalterpunkt. Chemie ist der unreinliche Teil der Physik. So, jetzt Panzerabwehrmannschaften baubar. Dürfen wir nicht, kennt ihr? Das Problem, Forschungslabore. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir die überall einstellen wollen. Nee, erstmal schicken wir unseren Händler rüber von Piers Pier. Und zwar zu dem Stadtstaat Taruga und holen uns hier einen Gesandten und 12 Gold, einen Wissenschaftspunkt produzieren wir jede Runde und dadurch haben wir jetzt hier vorne wie viele Gesandte? 6 und dadurch bekommen wir jetzt hier vor Ort für Forschungslabore 3 Wissenschaft mehr. 3 Wissenschafts mehr bekommen wir hier in Fes. Und den Anshan im Augenblick noch nicht, aber wenn wir die beiden Gesandten hinschicken plus das Schutzgebiet fertig haben, dann schon. Die Quest können wir, ist hier oben, ne? Die einen, nee, das dürfen wir nicht machen, reiner Zufall, weil das ist, wir hatten mit Eisdrachau darüber diskutiert, mit dem Meteor und draufziehen. Alle zielgerichteten Aktionen von uns, mit denen wir uns gezielt eine weitere Landeinheit holen. Der hat das auch so formuliert, also man darf die nicht erwerben oder so. Das geht nicht. Per Zufall hat eine kommen, dann muss man die danach nicht umbringen. Aber alles, was genau zu dem Ziel dient, dem Zweck dient das nicht. Katschum. Uni fertig. Nächster Schritt. Forschungslabor 8 Runden. Mhm. Hier ziehen wir rauf nach oben hin. Genau, wir dürfen auch keine Truppen aufheben. Also ganz genau. Jetzt ziehen wir hier mal lang und sind auf der Suche, ihr wisst es, nach Schneegebirgen. Was ist das hier? Ein Vulkan. Eine ebene Berg hier. Lauter Berge, aber keine Schneegebirge. Ich glaube, das ist bei den Amis. Das würde mich allerdings sehr wundern irgendwie. Vielleicht noch hier unten in der Ecke. Und den gehen wir eben auch mal an Land. Der Missionar hier ist schon wieder zurückkonvertiert. Nee, ist für uns, aber ja, soll er das machen? Hier etwas mehr Druck durch unsere Legion. Cool. Ach komm, wir machen's. Oh, was war denn das gerade? Das war keine Absicht. Wieder einmal zurück und nochmal bitte. Dann der Handwerker hier. Mhm. Kann schon mal nach oben vorfahren. Na. Da haben wir wieder einen offen. Wir checken mal, wohin. Ja, das war, glaube ich, der Handwerker, der im Augenblick ist. Der Händler, genau. Den brauchen wir hier vor Ort.
zieht bitte rüber, Binnenhandelsroute. Nach Bulantis 6 Nahrung, 3 Produktion, das hilft ihm extrem hier. Jeder unserer Städte hat eine Handelsroute in der Regel zu unserer Hauptstadt. Hauptstadt ist ein Gouverneur, der da entsprechend fette Boni gibt. Jetzt kommt der Kampung hin, jetzt haben wir hier wieder mehr Wohnraum, Stadt wächst schneller. Und jetzt, die Stadtstaatenquest ist abgeschlossen in Taruga. Und jetzt haben wir hier 6 gesandte Fees, 6 hier, genau, alles gut. Alles passt. Jetzt checken wir einmal die Campusstädte, ob wir dort ein Forschungslabor dazwischen schieben oder nicht. Noch einmal keine Kohle. Neun Runden. Gibt 9 Forschung, jedes Forschungslabor. Wie teuer ist es, die zu kaufen? 1,7. Wir erzeugen 400 Gold jede Runde. Mal gucken, ob wir das noch erhöhen können. Ob wir noch mehr als 400 Gold bekommen können. Nehmen wir noch ein paar Sachen weiter verticken hier. Wir checken erstmal die strategischen Ressourcen. Eisen, Pferde, Salpeter, selbst das Uranlager voll bei uns. Das Kohle auf der Karte ist, sehen wir. Aber noch haben wir keine. Versuchen mal. Na, die kaufen uns nichts mehr ab. Wie könnte unser Peter abkaufen? Mhm, auch ein schöner Preis. 20 sollte sie uns abkaufen. Ja. Bis zu 40 von den frühen strategischen Ressourcen kaufen die ab. Dann checken wir das hier unten. Pferde kauft uns keiner. Nee, das ist alles. Die haben alle größere Bestände als nur die 40. Dann versuchen wir Gunst zu verticken. Wer hatte uns zuletzt das meiste Gold, das meiste Geld für Gunst gegeben? Ich glaube, Teddy war das, ne? 7. Ich glaube, 7 war das Beste, was wir immer bekamen, oder? Ich glaube, ja. Wir kaufen ihm wieder 34 für 30 Runden. Das ist fett. Das ist klasse. Jetzt schwimmen wir ein bisschen in Geld. Und jetzt überlegen wir uns, also wenn ein Forschungslabor kostet mit Geld und Gold 1760, dann können wir 3,5 pro Runde kaufen. Das ist echt cool. Und das sollten wir auch nutzen. Wir suchen die Campusstädte mit den geringsten Produktionserträgen, wo wir die dann bauen. Wo die dann kaufen, die Forschungslabore. Also die, wo der Bau am längsten dauern würde. Das wäre hier vorne. Forschungslabor 8 Runden. Auch 8, das ist alles etwa gleich. Hier vorne. Auch 8. Alle brauchen 8 Runden? Das ist ja krass. 7. Das ist ja total identisch überall. Ich bin total baff hier. Hier haben wir keinen Campus gebaut. Hier auch 8 Runden. Das ist ja krass. Dann ist es ja vollkommen egal, wo wir das machen. Machen wir das da, wo wir am ehesten noch viele andere Dinge bauen müssen. Das ist, glaube ich, Bulantis da zu kaufen, weil in Bulantis haben wir noch so viel vor. Da müssen wir noch so viele andere Dinge bauen, ne? Schiffswerft, Tempel, Industriegebiet ausbauen. Dann kaufen wir schon mal hier ein Forschungslabor. Oder wir kaufen die Schiffswerft, damit die Stadt mehr Produktion hat und schneller vorankommt. Das können wir auch machen. Einmal Schiffswerft kaufen. Jetzt haben wir 1,5. Nächste Runde können wir vielleicht das Forschungslabor noch hinterher kaufen. Ja? Okay. Eine Runde weiter. Also, Forschung, Forschung, Forschung. Wir merken uns mal. Zu Beginn unserer heute abendlichen Abenteuer, vom heutigen Stream, sind wir
knapp über 300 Forschungen. Ja? Ich notiere mal auf meinem kleinen Zettelchen, wir starten heute bei 326 Forschungen. Jetzt habe ich mein Ziel, dass wir am Ende des Streams einen viel, viel höheren Forschungsbetrag haben. Ich glaube, den 326 ist allerdings auch schon eingepreist, dass wir teilweise Campus-Forschungsstipendien drin haben. Die erhöhen die Summe, glaube ich, ein bisschen. TechCloud, ja, Urkrosti, ist eine Sache, die viel diskutiert wurde, übrigens auch von YouTube-Zuschauern. Danke, ich lese da auch mal jeden einzelnen Kommentar. Das haben mehrere Leute da vorgeschlagen. Das hatten wir letztes Mal auch diskutiert, wird oft an mich herangetragen. Und ich weise das immer von mir. Warum? Weil ich, kann man machen, also man klaut ja keine Techs, man klaut ja Horecas. Ne? Horecas geben einem dann 40% der Forschungskosten. Das ist eine Hilfe, aber es dauert lange, bis man das aufgebaut hat. Wir müssen jetzt in den Städten, in denen wir im Augenblick Forschungslabore bauen oder kaufen, stattdessen Spione bauen oder kaufen. Also beides gleichzeitig geht ja nicht. Ne? Also entweder machen wir das eine, fokussieren uns jetzt, wir spielen auf Gottheit, wir können nicht alles gleichzeitig bauen. Entweder investieren wir jetzt voll auf die Forschungslabore, die wir gerade total gebufft haben durch die Gesandten in den Stadtstaaten. Die Forschungslabore gibt es riesengroße Forschungserträge, auch ohne den Strom, dadurch noch mehr. Oder wir machen stattdessen jetzt ein paar Spione und schicken die überall hin. Aber wenn die Spione brauchen lange, bis die vor Ort effektiv sind. Und die erwirtschaften, also die müssen erstmal gebaut werden, dann müssen die wohin geschickt werden, dann müssen die dort ankommen, dann müssen die sich eine Weile erst daran gewöhnen, wo sie sind, müssen ihre Chancen aufbauen durch eine vorgeschaltete Mission, dann kommt die Forschungsmission und dann spendieren sie irgendwann Heureka um Heureka. Ja? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es auch noch schief geht. Und dann setze ich lieber auf das im Augenblick, wo ich weiß, das nutzt mir, da weiß ich genau, was kommt und dass es schnell kommt. Forschungslabore. Und auch haben wir jetzt auch alles gemacht, alles, was wir an Gold, an Produktion, an Gesandten haben, ballen wir jetzt total in die Campus-Distrikte rein. So denke ich mir das halt. Wir können Raumfahrtprojekte stören von anderen. Das ist ein guter Hinweis im Chat. Wenn ein Wissenschaftssieg droht, das haben wir noch gar nicht gecheckt. Sollen wir uns mal überprüfen? Ist irgendjemand kurz vorm Wissenschaftssieg? Noch niemand. Aber dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, wer auch wirklich beim Forschungssieg vorne liegt. Weil im Augenblick sind 5 Leute auf einmal auf den ersten Plätzen. Wir können nicht zu allen 5 Spione schicken. Und wir wissen noch nicht mal, wo die an Raumhäfen dann sein werden und so. Wir müssen die nochmal umziehen, ich weiß nicht. Also irgendwann werden wir es wahrscheinlich brauchen, aber jetzt machen wir erstmal. Man kann nicht alle Strategien parallel machen. Wenn man alle Strategien parallel macht, dann konzentriert man sich auf keine. Und sowas klappt auf Gottheit nicht. Man muss irgendwie einen Weg gehen, sich dann überlegen, sich dafür entscheiden und den konsequent gehen. Alles ein bisschen machen, kann man machen auf unteren, vielleicht noch auf mittleren Schwierigkeitsgraden. Auf Gottheit klappt das nicht. Das funktioniert nicht.